Es wirkt wie der inszenierte Versuch, den Brexit kurz mal zu vergessen. Ein deutsch-britischer Brückenschlag über die Weser. Doch das Treffen der Verteidigungsministerin mit ihrem britischen Amtskollegen zeigt vor allem eins: Hilflosigkeit und fehlende Kompromisse beim Brexit. Wenn wir aus der EU austreten, erwarten wir, dass alle zusammenarbeiten und praktikable und stabile Lösungen finden. Und hier ist es uns wichtig, die guten, gewachsenen Beziehungen weiter auszubauen und weiter zu festigen. Das ist Aufgabe der Bundesregierung insgesamt. Die Bundesregierung zeigt sich zusammen mit den anderen EU-Mitgliedern geschlossen gegenüber Großbritannien, hält am EU-Binnenmarkt fest. Aber in der Tonalität gibt es Unterschiede. Während die Bundeskanzlerin zurückhaltend bleibt, tritt Frankreichs Präsident Macron auch beim Brexit als Kämpfer für Europa auf. Diejenigen, die erklären, dass es leicht ist ohne Europa, dass der Brexit eine Menge Geld einbringen wird, das sind Lügner. Im Wesentlichen sucht sich Großbritannien aus, wie es seine zukünftigen Beziehungen gestalten möchte. Aber Tatsache ist natürlich, dass es nicht mehr so eng sein wird, wie es heute ist. In Paris wundert man sich nicht, dass es wieder mal Macron ist, der den Ton angibt. Wenn Macron eine so starke Haltung einnimmt beim Brexit, dann weil er der europäischen Frage insgesamt so eine große Bedeutung beimisst. Von Angela Merkel ist weniger zu hören und sie ist weniger klar bei der Frage. In Großbritannien versucht Theresa May verzweifelt, sich an der Macht zu halten. Aber die Hoffnung schwindet, dass Unterstützung aus Berlin kommen könnte. Denn auch Angela Merkel verliert zu Hause an Rückhalt. Und so werden die vorsichtigen Töne der Kanzlerin zum Brexit nicht als Entgegenkommen wahrgenommen, sondern als Schwäche. Am meisten Einfluss haben Frankreich und Deutschland in der EU, aber bisher haben wir von der deutschen Regierung keinen Plan gesehen. Frankreich hat einen Plan, wappnet sich bereits für ein mögliches Scheitern der Brexit-Verhandlungen. Zum Beispiel sollen mehr Zöllner eingestellt und bilaterale Abkommen vorbereitet werden. Genau diese Weitsicht zeige die deutsche Regierung nicht, so die Opposition. Der No-Deal ist ja eine reale Gefahr. Keiner weiß, was dann passiert. Man muss sich vorbereiten, aber die Bundesregierung betreibt Arbeitsverweigerung und sitzt das Ganze einfach nur aus. Nach meinem Eindruck ist die Bundesregierung mit ihrer öffentlichen Paartherapie so eingespannt und überfordert, dass sie sich um diese wichtige Frage überhaupt keine hinreichenden Gedanken gemacht hat. In dieser entscheidenden Phase der Verhandlungen müsste Deutschland eigentlich stärker vertreten sein, als das durch Frau Merkel überhaupt noch möglich ist. Dass die innenpolitische Schwächung der Kanzlerin die deutsche Position auch beim Brexit verschlechtert, das befürchtet nicht nur die Opposition. Das zeigt auch ein Appell des CSU-Europapolitikers Manfred Weber in Richtung Berlin. Viele schauen nach Deutschland, gerade jetzt bei den Brexit-Verhandlungen, wie der Kompromiss ausschauen kann. Ich rate dazu, dass Angela Merkel jetzt der Rücken gestärkt wird, weil der Brexit auch direkte Auswirkungen auf uns Deutsche haben wird, vor allem ökonomisch, aber nicht nur wirtschaftlich. Und deswegen brauchen wir jetzt eine handlungsfähige Bundesregierung, die unsere Interessen auch durchsetzt. Auf der Weser reichen Schwimmwesten, um das Schlimmste zu verhindern. Wie das beim Brexit gelingen soll, ist unklar. Und auch, welche Rolle Deutschland dabei noch spielen kann.